Hallo liebe Leute, willkommen beim ersten GTA Online Video seit langem. Es sollte eigentlich relativ flüssig gehen, es ist halt Fraps und ja, es läuft ungefähr flüssig. Gut, das Wichtigste einfach, dass ich momentan gerne wieder öfters livestreamen werde, will einfach haben und deshalb einfach ein paar Leute suche, weil das GTA Online so relativ eingeschränkt ist, oder? Es läuft leider nicht ganz so flüssig, es läuft bei 30 FPS, obwohl ich 60 angestellt habe, aber ja, eben, Livestream geht flüssig und deshalb möchte ich ja Livestreamen. Naja, es ist einfach so, dass es natürlich viel mehr Spaß macht, wenn man Leute findet, die GTA Online spielen und auch etwas drauf haben. Es ist einfach so, dass man immer diese Mission versucht zu machen und die unbekannten Leute einfach es nicht richtig können. Also ich habe jetzt die Mission von La Mardie, also die, wo auch unten links in der Minimap ist, die gelbe, gemacht. Die dritte und geschafft mit Mega Coolman Easy. Also ich habe es ja schon mal versucht und da hatte noch nicht die richtige Taktik herausgefunden. Ich natürlich auch nicht, weil ich ja neu bin. Und er hat es mit mir richtig schnell geschafft nach dem ersten Mal. Ja, ich habe mich auch super angestellt. Ich habe den Wagen klauen müssen und er hat es mit Bomben abgeschossen. Und dann haben wir es geschafft und nur so wenig. Ja, finde ich richtig toll, dass man zu zweit einfach mehr vollbringen kann als alleine mit fremden Leuten. Und wenn ihr eben Lust habt, dürft ihr meiner Crew beitreten. Und ja, mal schauen, wie es sich vorwärts geht, weil ich sehe immer wieder auf YouTube, ist das gleiche, oder? Nein, nicht ganz. Vielleicht ist es das der Central. Es läuft jetzt wieder ein bisschen flüssiger, aber ja, eben Fraps hat. Wenn wir vermehrt zusammen machen, dann haben wir natürlich viel mehr Spaß. Also wer GTA Online hat, der darf da gerne mitmachen. Ich weiß jetzt nicht, was PlayStation 4 und Xbox 3 Xbox One Spieler mithelfen können oder so, aber ich glaube eher nicht, aber ja, ich kenne mich halt noch nicht so aus. Und ja, bin gespannt mal. Hoffentlich gibt es ja Leute, wo mich auch ein bisschen erklären können, damit ich auch ein bisschen vorwärts machen kann. Ah, das ist gut. Und ich kann sicher anderen Leuten auch helfen, die weniger erfahren sind wie ich. Ja, bin mal gespannt. Auf jeden Fall bin ich schon am heftig sparen. Ich habe jetzt 140.000. Schön. Ja, mein Ziel ist es natürlich auch so ein guter GTA 5 YouTuber zu sein, sogar noch ein besser eventuell. Das machen halt viele relativ viel falsch und das ist das größte Problem. Es wollen immer alle nur Geld verdienen und ich möchte nicht Geld verdienen. Also ich will schon Geld verdienen, aber wieso sollten es die Werbung machen, wenn es auch Leute gibt, die extra sehr toll spenden, oder? Ich habe einen Spendenmail, ich werde es auch unten hin tun, einen Link, meine ich. Nicht eine Mail, Mail geht nicht. Ja, dann werden wir mal schauen, wie so, also wie das vorwärts geht, oder? Ich will einfach jedem empfehlen, mitzumachen, weil ich sehr viel geplant habe. Und ja, bin gespannt, also es macht riesig viel Spaß mit Mako Coolman. Es ist einfach gigantisch. Und Floster macht eventuell auch bald wieder mit. Der hat halt viel vor und deshalb ist nicht so viel möglich. Sollte weniger Auto fahren, das leckt ein bisschen. Jo. Müsste sonst die Grafikeinstellung runterstellen, damit Fraps anständig aufnimmt.
Ja, aber eben, das ist alles im Livestream, also jeden Abend eine bestimmte Zeit. Ich werde da immer vorankündigen, wann es kommt, einfach kurz den Livestream anmachen, auch wenn irgendwas Schlechtes kommt für euch, und dann kurz schauen, was in der Beschreibung steht. Ja, also die Links, die Spendenlinks sind unten. Müsst ihr natürlich nicht viel spenden. Niemand muss spenden. Aber es ist halt schon wichtig, auch ein bisschen zu... ja, dass man einfach relativ vorwärts machen kann, alles Mögliche. So ein Let's Play und Let's Show, also also Livestream-Projekt, das ist schon relativ aufwendig, oder? Und ich muss sehr viel von meiner Freizeit opfern für euch. Das mache ich aber extrem gerne. Und ja, es ist halt jetzt momentan einfach noch nicht so viel los, aber es kommt doch halt schon richtig bald. Ja, und die Crew ist unten in der Beschreibung, also eben. Livestream ist unten in der Beschreibung verlinkt, also ja, was ich momentan so mache. Spendenbutton ist dort, auch mit Paysafe Card. Und die Crew ist unten. Es gibt täglich einen Livestream. Und ja, ich schreibe noch ein bisschen, was wir so vorhaben, und in die Beschreibung. Und auch hier sage ich es kurz. Also wir werden einfach Spaß miteinander haben. Das ist das Wichtigste. Nicht nur immer diese Ding machen, Games und so. Also nicht immer ja, irgendwo reingehen, schönen und irgendwas machen. Sondern auch mal hier in der Open World irgendwas machen. Ist halt nicht so viel möglich, aber dafür habe ich gesorgt. Es wird viel möglich sein. Und ich mag den so gern. Hilf mir. So ist es flüssig, aber wenn ich fahre, ist es relativ komisch. Boah. Heftig. Ja, dann gibt es sicher relativ viele Belohnungen für die Mitspieler, also die Crew. Ich werde immer wieder Leute beschenken und ja, unterstützen. Und allesamt, wir sind Kollegen in der Crew, wir werden richtig gehend tolle Sachen machen. Ja, dann haben wir zum Beispiel Challenges. Ich werde sehr viele Challenges machen. Wenn ihr mitmachen wollt, dann dürft ihr das auch gerne mitmachen. Und hey, halt die Fresse da. Bullenwagen. Dingwagen. Ja, wir haben so viel vor. Das ist einfach genial, weil alle geben mir einfach News, also Infos und so, was sie gerade machen. Und das tut mich schon froh stimmen, extremst froh stimmen. Ja, dann haben wir, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, tut mir leid. Das ist so eine gute Waffe. Ich mag die so extremst. Da ist einer gestorben. Ich triff nicht. Jetzt. So, da vorne ist noch einer. Zuerst den da. Ich finde die roten Events mega cool. Sind zwar ein bisschen schlicht, aber es macht einfach Spaß, ab und zu einfach mal ein bisschen zu knallen. Ohne dass man irgendwo reinschauen muss und lange warten muss. Ja, das werde ich auch oft machen. Oh, ich habe noch 2000 für gute Führung bekommen. Richtig toll. Ich treffe den nicht. Die Schüsse sind zu langsam. Lol, der ist gestorben. Wegen was? Weil ich durch die
Mauer geschossen habe. Ja, wirklich toll. Schwerste Mission schon so leicht machen von diesen Roten. Ist da hinten dran? Da unten? Danke. Okay, insgesamt 15 Kopfschüsse, 8, ja immer. Also ich habe jetzt auch 14 von 15 manchmal gemacht, aber ich bin nicht so konzentriert in einem Video, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich schaffe das. Ich habe die alles, ich habe das eingesammelt, oder? Wäre blöd, wenn ich das alles kaputt geschossen hätte oder durch den Boden geglitscht hätte. Also jetzt noch alles aufsammeln. Ja, das wäre das Gameplay gewesen, weil, ja, es geht halt alles nicht so gut. Ich brauche ein neues Aufnahmeprogramm, was nicht teuer ist und auch nicht monatlich kostet oder so. Aber es gibt zu wenig. Muss man selber herstellen. Herstellen lassen. Da unten war doch noch etwas. Irgendwo war noch eine Truhe, gell? Hm. Werden wir schon finden. Also, außerdem haben wir noch richtig lustige Sachen vor, die richtig spannend sind, also richtig komik ist. Wir werden zum Beispiel eben eine Crew machen, die eher nach Rocker ausschaut und so. Wir werden mal eine Clown oder irgendwas Psycho-Gang machen. Wir werden es immer wechseln, also so gut wie es geht halt. Es geht halt nicht alles perfekt, aber das ist auch nicht so wild. Da habe ich den auch gefunden. Ich zähle es nämlich immer. Dann bin ich auch so konzentriert. Gut. Den da hinten haben wir schon genommen, weil ich manche ja vor dem Ding... Was ist denn das, das Weiße da unten? Ein Alien-Stück. Ah, da kann man nach oben. Ich wusste, dass man irgendwo nach oben kommt. War mega cool, wenn man da oben war. Der weiß das schon. Ich natürlich noch nicht. Ja. Jetzt muss man einmal ringsum wahrscheinlich. Geh jetzt hoch. Nein, nicht runter stürzen lassen. Die Steuerung ist halt nicht so gut für mich, weil ich es halt viel besser gewöhnt bin als Sleeping Dogs. Mhm. Ja, mhm. Okay. Dankeschön. Ja, gehen wir weiter. Und ja, deshalb. Für Sleeping Dogs ging alles gut, aber die sind jetzt pleite. Es wird wahrscheinlich nie mehr ein Sleeping Dogs Game. Finde ich richtig scheiße. Tja. Aber nun, kann man nichts machen, gell? Eventuell werde ich noch ein Video machen, wenn ich dann das Ding habe, das den Unterschlupf. Und ja. Es gibt ja immer wieder DLCs, also es wird immer wieder spannend sein und alles. Jo, also ihr seht jetzt gerade, wie es springt. Es ist das Springen von Fraps. Ich mag das einfach nicht. Es ist zu schlimm. Danke, jetzt hast du mein Auto ruiniert. Es wird Konsequenzen haben. Er haut ab. Nein, ich werde sterben. Nein. Lasst mich in Ruhe, Bullen. Ja, danke, dass du so extrem gut mitläufst, Fraps.
Ich freue mich so riesig. Eventuell muss ich es halt auf 30 FPS festsetzen. Kann man nichts machen. So, hier tue ich mich auch immer verstecken. Je nachdem, wo ich bin. Südli. Gut. Ja, freut mich, dass ihr das Video geschaut habt. Mehr kann ich danach nochmal erzählen im Livestream. Und wenn ihr eben Lust habt, so meldet euch bei Social Club unter den Bloody Dragons, die unten verlinkt sind. Und Infos kann ich euch immer wieder geben, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und mein Wecker geht auch schon an. Ich bin schon wach, aber Wecker will angehen. Tschüss.